So macht man leckere Kartoffelwaffeln. Ich zeige, wie es geht. Man braucht 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 3 Eier, 200 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 25 Gramm Kartoffelbreipulver, Milch und 10 bis 20 Milliliter Öl fürs Waffeleisen. Die Zutatenliste findet ihr auch auf meiner Webseite lexikonderkochrezepte.de. Einen Link dazu findet ihr unterm Video in der Infobox. Die Idee zu diesen Kartoffelbrei-Waffeln habe ich bekommen durch ein Kartoffelbrei-Pfannkuchen-Rezept auf der Webseite von meinem Sohn. Der ist nämlich Koch und hat eine Koch-Webseite. Und einen Link zu diesem Kartoffelbrei-Pfannkuchen-Rezept setze ich euch auch unter dem Video in die Infobox. Okay, los geht's. Die Butter ist zimmerwarm, damit ich sie leichter mixen kann. Jetzt rühre ich die Butter, bis sie schaumig ist. Also richtig schaumig wird die Butter natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich sie gründlich gerührt. Und jetzt kommt der Zucker dazu. Und der Vanillezucker. Und das Salz. Und jetzt wieder kräftig rühren. Jetzt kommen die Eier dazu. Und danach erstmal gründlich Hände waschen. Und jetzt wird wieder gut gemixt. Und jetzt vermische ich das Backpulver mit dem Mehl und das Kartoffelbreipulver. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich die Waffeln Kartoffelwaffeln oder Kartoffelbreiwaffeln nenne, obwohl relativ wenig Kartoffelbreipulver drin ist. Aber das kennt ihr vielleicht vom Kartoffelbrei machen. Wenn da Wasser dazu kommt, dann quillt es ungeheuer auf. Das ist also gar nicht so wenig. Man könnte auch gekochte und zerstampfte Kartoffeln dazugeben. Dann braucht man allerdings weniger Milch, logischerweise. Und jetzt gebe ich im Wechsel die Mehl-Kartoffelmischung und die Milch zum Teig und rühre immer gründlich um. Jetzt ist der Teig fertig. Jetzt am Anfang ist er ein bisschen weicher als sonst so ein Waffelteig, aber das Kartoffelbreipulver dickt ja noch ziemlich nach. Jetzt werden die Waffeln gebacken. Ich habe hier so ein Herzwaffeleisen und man kann aber auch ein eckiges Waffeleisen nehmen. So, jetzt stecke ich das Waffeleisen in die Steckdose und bei mir gehen dann hier zwei Lampen an und wenn eine davon ausgeht, ist es warm genug. Das ist aber von Waffeleisen zu Waffeleisen verschieden. So, jetzt ist die Lampe ausgegangen, es kann also losgehen. Zuerst fette ich das Waffeleisen ein. Nicht nur da unten,
sondern auch im Deckel. Und jetzt kommt der Waffelteig rein. Etwa 1,5 Esslöffel voll reicht normalerweise für eine Waffel. So, das halte ich jetzt kurz zu. Und dann dauert es ungefähr 2 bis 3 Minuten, bis die Waffel fertig ist. Schon mal vorsichtig gucken. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja, die hole ich gleich mal raus. Wieder einfetten. Weiter geht's. Und so backe ich jetzt eine Waffel nach der anderen, bis der ganze Teig verbraucht ist. So, jetzt sind die Waffeln alle fertig gebacken. Durch das Kartoffelbreipulver finde ich sie sehr saftig und besonders lecker. Bei mir sind es 9 Waffeln geworden. Man kann sie essen, wie man will. Zum Beispiel mit Puderzucker schmeckt lecker. Oder auch Zucker und Zimt. Man kann zum Beispiel Kirschkompott dazu essen. Oder Apfelmus, oder Nutella, Erdbeersoße, oder was einem sonst noch so einfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit! Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal!